Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Part von, ja, ich gehe mal aus der Galerie raus. Nein, ich will nichts abspielen. Das hat man schon. Ich habe eben schon mal den Part aufgenommen, aber da ist mir habe ich das gespielt. Und Lee braucht man nicht nochmal durchspielen, da das ganz einfach nichts anderes ergibt wie mit Violet. Deswegen lass mal Lee aus, wir haben den ja einmal gespielt als Violet und deswegen machen wir weiter mit Chao Yu. One day, she received an anonymous email warning her of Heihachi's evil intentions and the dangers she faced. Though Xiaoyu replied to the email in hopes of an answer, she didn't receive any further messages. Xiaoyu's intuition told her that Jin, who had been missing since the last tournament, could be the sender. She believed in the message and began to distrust Heihachi and the Mishima Zaibatsu. So, dann geht's mal weiter. So, hier Nina. Also Xiaoyu mag ich hier wirklich seit dem Animationsfilm sehr. Da hat mir auch die also ich weiß ja nicht, wie die meisten es finden, die deutsche Synchro. Die meisten, ich sag mal, japanischen Filmen oder Anime-Serien und so, da finden ja einige immer, dass man das lieber doch in der Originalsprache vielleicht hören sollte oder sich angucken sollte. Ja, also ich bin einer anderen Meinung. Ich gebe der deutschen Synchro immer eine Chance und ja. Ist halt schon blöd gelaufen, dass Lee keine was Eigenständiges hatte. Also habe ich mir ein paar die 10 Minuten, die ich dafür verbraucht habe, mal wieder in den Sand gesetzt, aber egal. Wie gesagt, das mache ich heute hier komplett Ende. Mann, ey, da freue ich mich schon drauf, ey, wenn ich dann wieder was anderes zocken kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich habe Naruto Uzumaki Chronicle 2 schon fürs Let's Play vorbereitet. Eigentlich war es ja voraussichtlich als Together geplant. Aber, nee, also ich wollte ja jemanden mit in meinen YouTube-Business, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit reinnehmen. Aber, nee, also ich denke mal, ich mache das weiterhin alleine. Ich werde da niemanden von meinen Kumpels oder so ranholen, weil entweder mache ich da lieber doch mit meinen YouTube-Kollegen Fox, Albert Wesker oder ResiPower oder Astral doch lieber was, weil mir das doch besser ist, weil die einfach weil man sich auf die halt besser verlassen kann, als wenn ich nämlich hier meine Leute, sage ich jetzt mal, sogenannten Freunde oder sowas, die halt immer so viel labern, ja, ich mach da mit und so. Da denke ich mir doch lieber, nee, komm, lass mal. Ist auch die bessere Entscheidung, weil ich wollte ja den Mike mit reinnehmen, den er vielleicht zu Resident Evil 5 kennt. Aber auf Unzuverlässigkeit kann ich ehrlich gesagt scheißen. Das habe ich auch in den Livestream schon gesagt. Aber für diejenigen, die es vielleicht noch nicht irgendwann mal in die Kommentare schreiben, wann kommt denn wieder der und der dazu und so. Nee, also mache ich nicht, habe ich nicht vor, noch jemanden mit ins Boot zu holen. Und ja. Wäre natürlich cool gewesen, wenn von meinen Freunden jemand zuverlässig wäre und halt sagt hier, ja okay, ich mache mit und so. Ist ja alles kein Problem, aber man muss zuverlässig sein und ja. Und das ist halt das Ding.
Also ich würde mal sagen, in Thüringen gibt es solche Menschen nicht, die auf, jedenfalls kenne ich keine, die wirklich hier zuverlässig sind. Und das ist einfach nur schade. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch was Menschenkenntnis angeht hier, was ich an Menschen kenne, die meisten sind ganz einfach, ja, da habe ich immer eine Scheiße gefasst. Aber ich will da nicht weiter drauf eingehen. Weil es vielleicht auch schon so viel wieder, was ich gelabert habe und so. Aber ich habe, wie gesagt, keinen irgendwie angemacht oder, ich weiß nicht, doof von der Seite oder so. Keine Ahnung. Also, es ist alles völlig legitim und ich habe ja, wie gesagt, meine Meinungsfreiheit. Und wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich es eben halt auch. Und das sagt halt, ah, alter Paul. Du mit deiner Hochstehfrisur. Würde mich mal interessieren, wie er die Frisur hinkriegt. Aber Paul ist einer der wenigen Charaktere, dem man das Alter aber auch ankennt, ne? Weil ich meine, der so Tekken 1 und Tekken 2 war so, ja, jung, sag ich jetzt mal, so Mitte 20 vielleicht. Also 18 bis Mitte 20. Und dann, ja, seit Tekken 3 so ist er richtig älter geworden. Man sieht es, wie gesagt, auch in seiner Fresse. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, in den zukünftigen Tekken-Time wird er, werden die meisten, Alter! Du blödes Schwein, ey! Alter, da geht mir sowas von auf den Sack, ey. Ach, die lässt sich auch wieder so richtig wie ein Panzer steuern, ey. Ich bin kein Panzerkommandant hier. Ich spiele ein Beat'em Up. Da ist sie wesentlich in Tekken 3 ein bisschen schneller. Ach, ey, da geht mir so was von auf den Sack, ey. Wie soll es bei Heihachi werden? Reißt ihr ja praktisch nämlich die Kleider vom Leib und vergewaltigt sie dann halt, was weiß ich, in den Ring. Alter, Mann. Behalt diesen deine komischen Tricks für dich, Mann, du blöder Penner hier. Ey, das gibt's nicht, ey. Dumme Sau, ey. Nein. So. Ich bin der Spieler, ich muss gewinnen. Auch noch Brian. Der ist ja auch wirklich... Ich weiß gar nicht, ob der Mensch oder Cyborg ist. Oder größtenwahnsinnig. Da wäre ich einfach nicht schlau. Ich habe mir auch lange Zeit des Tekken 5 ja, allgemein in diesen Büchern, da sind ja die Charaktere ein bisschen beschrieben. Aber ich werde einfach aus denen nicht schlau. Ich habe es ja auch lange nicht mehr gelesen irgendwie. Was der wirklich so ist. Ob der ein Cyborg ist oder so. Also für mich kommt der wirklich rüber wie ein Cyborg. Weil der hat unmenschliche Kräfte. Und hat irgendwas Wahnsinniges an sich. Oder der ist einfach nur ein verrückt gewordener Söldner. Alter. Alter, Mann. Noch mehr. Scheiße, dass es nicht so ist wie in Dead or Alive, wenn man dann nämlich hier den Gegner irgendwie gegen die Wand schmeißt und dann aus dem Ring katapultiert und in einer anderen Stage kommt oder so. Aber das hat ja auch Mortal Kombat so gemacht, glaube ich. Ja, ja, einige Runden von Mortal Kombat waren das aber auch. Alter, jetzt hören wir mal auf hier. So Spam, du Fotze. Weil irgendwann reicht's. Ich ahne Böses. Ich habe noch nicht mal einen Schlag getan und er fängt schon an hier. Blöde Mishima-Sau, ey.
Ja, ich werde jetzt zwar richtig beleidigend, aber was soll's. Weil in manchen Fällen, sage ich ganz einfach, haben Spieleentwickler wirklich die Gegner so schwer gemacht. Also ich rede jetzt nicht von Dark Souls oder so. Weil damals waren ja die Spiele wesentlich schwerer als heute. Weil wenn ich bestimmte Spiele sehe, da hat man ja, was weiß ich, überall Checkpoints. Und ja, hat man wesentlich besseren Einstieg, als wenn man hier... Oder wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, Medal of Honor Frontline spiele. Wenn ich da in irgendeiner Mission kurz vorm Ende verrecke, kann ich gleich die Mission nochmal von ganz von vorne beginnen. Ja. Alter, jetzt... Alter. Ich habe ja damals nämlich gedacht, dass man irgendwie nochmal Kazuya als Level freischaltet, weil man den ja in den Cutscenes sieht. Und, ja, Jin ebenso. Da habe ich nämlich damals immer gegrübelt, immer wieder durchgespielt hier. Irgendwie muss doch der freigeschalten gehen, ey. Geht aber nicht. Da kommt ja erst in Tekken 5. Joyu besiegte Heihachi. Niemand konnte das voraussehen. Kurze Zeit später erfuhr Shaoyu von Heihachis viele bösen Taten. Mishima Saibatsu war eindeutig der Mithilfe im Überfall auf G Corporation schuldig. 6 Monate später. Naja, setze wenigstens das Geld für was Sinnvolles, sag ich mal, in Anführungsstrichen ein. Weil ich bin ja nicht so für, ja, Freizeitparks und große Menschenmengen und sowas. Das ist einfach nicht so, nicht wirklich mein Fall. Ja, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Schaltet auf jeden Fall den nächsten Part wieder rein. Also, haut rein und ciao.